Jazzsängerin Martina Bartha, herzlich willkommen. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie, Martina, muss eine Künstlerin, eine Musikerin, die gewisse Ambitionen hat, raus aus Tschechien, um Erfolg zu erreichen? Also das glaube ich nicht. In meinem Fall, der Grund dafür, dass ich ins Ausland gegangen bin, war vor allem mein Studium. Ich wollte immer im Ausland studieren und ich habe mich dann nach meinem Abitur, also im Jahr 2011, um Studium an der Universität der Künste beworben. Und das war alles völlig ungeplant eigentlich. Und ich habe dann den Studienplatz bekommen und deswegen bin ich dann halt nach Berlin gekommen. Und ja. Also war das für Sie unklar, dass es Berlin wird? Oder wollten Sie einfach anderes Land? Also ich wollte halt im Ausland studieren und das war wirklich alles ein Zufall. Ich habe damals ein Konzert im Prager Jazz Club Jazz Dog besucht und dort war ein von meinen Freunden, toller Jazz-Schlagzeuger Tomáš Hubzek. Und der hat mir damals erzählt, dass es hier in Berlin eine interessante Universität gibt, wo man auch Jazzmusik studieren kann. Und das war dann halt Jazz-Institut Berlin. Und dank ihm, jetzt kann ich ihm Danke sagen, dass er mir dann von diesem Studiengang damals erzählt hatte, weil ich wusste das nicht und das war halt für mich die Wahl dann. Aber Sie hatten schon damals auch Projekte in Prag, in Tschechien, also das könnte auch dort relativ gut klappen. Ja, also ich hatte damals schon ein Engagement in einem Prager Musicaltheater. Ich habe dort auch mit der Big Band von Felix Slováček aufgetreten. Ich habe dort auch Auftritte mit meiner Schwester Christina. Trotzdem haben Sie dann alles verlassen und Berlin? Ja, also ich habe mir gedacht, Berlin ist auch nicht so weit von Prag. Und ich habe sowieso am Anfang meines Studiums fast jedes Wochenende aus beruflichen Gründen nach Prag bin ich gefahren. Und ja, also nach meinem Studium habe ich mir dann eine wichtige Frage gestellt, ob ich dann zurück nach Tschechien und zurück nach Prag umziehe. Und ja, ich habe mich halt in diese Stadt verliebt. Und, das und was war bei dem Studium vielleicht der Unterschied zwischen Berlin und zwischen Prag oder zwischen Deutschland und Tschechien? Kann man das so? Mir war es auch wichtig, dass ich halt das Gefühl hatte, dass, ich war der Meinung, dass mir auch dieses Studium im Ausland etwas beibringen könnte und ich meine auch vor allem aus, also ich kann sagen, dass mich dieses Studium im Ausland ein bisschen verstärkt hat, menschlich bereichert hatte und es hat mir auch viele, viele Türen geöffnet und ich habe viele interessante Personen aus dem musikalischen Bereich getroffen und auch zum Beispiel seien es die Professoren, die an der UdK unterrichtet haben, das waren auch meistens Amerikaner und wenn man dann Jazzmusik studieren möchte, ist das halt eine wichtige Entscheidung oder wichtige Wahl, dass man dann halt auch bei Amerikanern dann Unterricht. Also die Umgebung ist eher international, wie Deutsch. Ja, das war, was Sie wollten. Ja. Stimmt es, dass Sie auch Horn und Geige spielen? Also ja, ich habe ursprünglich in Prag klassische Musik studiert. Ich habe Gymnasium von Jana Neruda besucht und ich hatte eigentlich 8 Jahre lang Klassik mit Hauptfach Waldhorn studiert. Und früher, noch in meiner Kindheit, habe ich auch Geige gespielt, fast 7 Jahre lang, aber das hat mir keinen Spaß gemacht und deswegen habe ich eines Tages die Geige in die Ecke geworfen und ich habe damit aufgehört. Ja. Und das Horn auch? Nein, Waldhorn habe ich bis heute, aber ich sage mal, jetzt bin ich keine Profi-Hornistin, sondern also ich liebe den Sound, den Klang. Kann man sowas bei Jazz umsetzen? Ja, ich habe das auch vor ein paar Jahren das ist jetzt auch mein Wunsch. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich halt jetzt mehr übe und wieder dieses Instrument auch im Rahmen von meinen Auftritten einsetze. Was ich ganz, ganz nett fand, vor ein paar Monaten habe ich ein Interview im tschechischen Magazin Ona Dnes gegeben und eines Abends habe ich eine Nachricht von Radek Baborák bekommen. Radek Baborák ist ein von den besten tschechischen Hornisten. Mhm. Der hat hier auch mal mit Berlin in der Philharmonie gespielt. Ja. Und wir planen jetzt im April 2020, ich glaube, das ist am 4. April, gibt Radek Baborák ein Konzert mit seinem Orchestrina Baborák im kleinen Kammermusiksaal in Berlin Philharmonie. Also, Sie sind herzlichst eingeladen. Ich habe dann die Ehre, dann mit dem Orchestrina Baborák an dem Tag dann. Da werden Sie aber singen, oder? Ja, da werde ich singen. Okay. Aber ich fand das halt ganz, ganz schön, dass der Radek
hat auf dieses Interview reagiert hatte, weil ich habe dort erwähnt, dass ich auch mal Horn gespielt habe und dann hatte mich dann auch in ein wunderschönes Konzert im Pierre Boulez Saal in Berlin eingeladen. Mhm. Und das war wirklich ein wunderhafter Abend. Also nur French Horn, Hornisten aus der ganzen Welt und ja, also ich hab, das war ganz schön. Also ich hab, wie gesagt, also ich habe dann nähere Beziehung zu diesem Instrument. Sie haben relativ viele Projekte, auch in Band und so. Ja. Was ist für Sie das Wichtigste jetzt im Moment? Also ich möchte jetzt gerne, ich habe jetzt vor kurzem eine Zusammenarbeit mit der Big Band der Deutschen Oper angefangen. Mhm. Und ich habe auch jetzt ein tolles Musikprojekt mit David Friedman. Das ist eigentlich mein ehemaliger Professor. Das ist ein wunderbarer Vibraphonist, amerikanischer Musiker und wir planen jetzt auch ein gemeinsames Album. Mhm. Und ja, also das sind halt jetzt für mich wichtige Projekte und ich bin dafür auch sehr, sehr dankbar, dass ich auch mal die Chance bekomme, auch hier mehr in Deutschland Konzerte zu geben. Und, ja. Vor kurzem wurden Sie aber auch an einer Uni in den USA genommen, stimmt das? Ja, ja, genau. Also ich wollte nochmal ja, ich habe mir dann halt, das wäre noch mein Wunsch, halt mein Master-Studium zu absolvieren. Und ich war jetzt im März zum ersten Mal in meinem Leben in New York und ich habe dann den Studienplatz an der Manhattan School of Music bekommen. Ja, das hängt alles von Finanzen ab, weil das Studium in den Vereinigten Staaten ist auch ziemlich finanziell ziemlich anstrengend. Mhm. Deswegen also ja, mal schauen, ob das klappt. Also wenn ich dann ein Stipendium bekomme, möchte ich noch sehr, sehr gerne dann vielleicht in einem Jahr dieses Studium realisieren. Weil ja, ich bin wirklich so ein offener Mensch. Ich bin auch sehr, sehr gerne im Ausland, weil ja, ich lerne halt gerne neue Menschen kennen und ich bin auch halt der Meinung, dass so ein ausländischer Aufenthalt kann wirklich viel, viel bringen. Also, spielt das eine Rolle dabei bei dem ganzen Tschechin zu sein? Hier in Deutschland und vor allem, also in Amerika vielleicht ist das anders, aber wenn Sie hier an die Uni kommen oder generell sich in der Szene bewegen und Sie sagen, ja, ich bin eine Tschechin, ich bin aus Prag. Also ist das jetzt positiv oder? Also, ja, ich muss sagen, also meistens kommen positive Reaktionen, weil Prag, also ja, immer, ich bekomme immer positive Antwort, weil auch viele Musiker, die hatten schon mal in Tschechien oder in Prag aufgetreten. Und viele sagen, dass Prag eine wunderschöne Stadt ist. Und das ist auch, das ist wirklich, ja, Prag ist eine wunderschöne Stadt. Und das freut mich sehr. Und ich erinnere mich an die ersten Reaktionen, als ich dann nach Berlin kam. Und jemand hat mich dann nach meiner Herkunft gefragt, dann habe ich mal ganz stolz gesagt, ja, ich wurde in Prag geboren. Ja, meistens kam die Antwort, ja, ganz gut, die goldene Stimme aus Prag und Biene Maja und oder Deine Sophie Aschenbrödel, also dieses Märchen ist hier sehr, sehr populär, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt und das freut mich sehr. Also immer, wenn ich mal so eine positive Reaktion bekomme, dass auch es, also Deutsche gibt, die halt positive, also, naja, die halt Tschechien und auch Prag toll finden. Hm. Sie haben eigentlich auch interessante Erfahrungen bei dem Wettbewerb oder bei dem Wettbewerb von Eurovision Song Contest gemacht. Ja, das war im Jahr 2017. Genau. Was hat das Ihnen gebracht? Oder also, was für eine Erfahrung war das? Ja, das war für mich auch, ich habe damals fast ein halbes Jahr mit der tschechischen Delegation verbracht. Und ja, also für mich als Musikerin und Künstlerin war das wirklich eine große Erfahrung, halt an so einer riesigen Produktion teilnehmen zu dürfen. Und wir sind auch damals viel, viel gereist. Wir hatten damals mit dem tschechischen ESC-Team viele Konzerte gegeben. Wir waren in Tel Aviv, Riga, Madrid, London und ja, das Semifinale und Finale hat damals in Kiew stattgefunden. Und ja, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch Tschechische Republik im Rahmen von diesem Projekt repräsentieren konnte. Und aber es ist nicht gerade üblich, dass da Jazz-Sängerinnen austreten. Ne? Es ist vor allem, könnte man sagen, ja, Popmusik also, oder sehr oft auch sehr spezielle Sachen. Ja, vielleicht aber das auch ist ganz interessant, weil damals in 2017 eigentlich der Gewinner, der gewonnen hatte,
Salvador Sobral, das ist ein Jazzmusiker und okay. Jazzsänger. Mhm. Und ich sage mal immer, okay, Jazzmusik ist halt die Musik, die mir am meisten Spaß macht. Mhm. Das ist meine Leidenschaft und ich beschäftige mich, weil ich mich halt mit Jazzmusik von Kindheit an beschäftige. Aber ich mache auch keine großen Unterschiede im Musikstil. Ich habe auch viele Jahre mit Klassik verbracht und es ist halt wichtig, dass man mit Musik irgendwie berührt wird, dass es man etwas sagt. Und deswegen, ich sage mal immer, also es gibt keine großen Grenzen in Musik und Musik verbindet auch vieles. Jetzt spreche ich zum Beispiel von Instrumentalmusik, also das ist eigentlich Sprache für alle Nations. Und ja, also auch. War das für Sie einfach der Weg, wie kann man bekannt werden? Oder was war das Wichtigste? Und ich frage noch anders. Ja. Also, die zweite Erfahrung, was Sie gemacht haben, was war mit dem deutschen Wettbewerb? Ja. Deutschland sucht den Superstar. Also, das ist noch etwas anderes. Ja, okay, das war nur aus Interesse, weil ich hab mir irgendwie gedacht, das war die Gedanken, berühmt zu werden. Ja. Also, das war mir wirklich nicht wichtig. Ich bin halt so ein Mensch, ich sammle gerne Erfahrungen, weil ich halt Interesse daran habe. Ich sage mir immer, okay, ich mag das halt nicht, auf einem Punkt zu bleiben und halt so stehen und warten, okay, also vielleicht, weil nie kommt was von sich selbst. Man muss sich halt immer ständig bemühen und auch zum Beispiel sei es dieses Projekt, der SDS, das war alles wirklich nur aus Interesse, halt so auch die deutsche Musikbranche kennenzulernen, weil ja, ich bin hier halt als eine ausländische Musikerin, Künstlerin und hier muss man halt Schritt für Schritt wieder auch Kontakte aufbauen. Und ist die Frage, ob man in so einem Wettbewerb überhaupt so die Qualität anschaut oder es geht um etwas anderes, es ist vielleicht... Also ich habe mich damals wirklich, das war, obwohl ich dort nur wirklich sehr kurz, also diese Format, nur, das waren nur so 2 Minuten, keine Ahnung, im Fernseher, aber trotzdem wurde es mir bestätigt, wie groß Fernseher als Medium ist. Also hat doch geholfen auf Ihre Karriere? Geholfen, also es gab so ein paar Monate, also ich habe mich immer darüber gefreut, also es kam vieles positives Feedback und auch, ich war auch, sage ich mal, ein Beispiel in Köln im Café oder hier in Charlottenburg an der S-Bahn-Station, es kamen halt Menschen, die das irgendwie, die mich halt angesprochen haben und die das immer auch ein Jahr später im Kopf hatten, also das hat mich gefreut, also ja. Aber das war alles nur aus Interesse, also Erfahrungen zusammen. Okay. Also Sie haben inzwischen schon doppelte Staatsbürgerschaft, also ja, genau. Türkisch und Deutsch. Ja. Wo fühlen Sie sich mehr zu Hause? Kann man nicht so sagen. Ich bin so ein offener Mensch, ich bin sehr, sehr gerne, ich fühle mich wohl in beiden Ländern und ich sage mal auch mal sehr stolz, dass ich halt aus Tschechien und aus Prag komme. Und ja, ich bin hier jetzt in Berlin seit 8 Jahren und ich fahre immer gerne wieder nach Prag, um meine Familie zu besuchen oder halt aus beruflichen Gründen. Ist das für Ihre Freunde, für, könnte man sagen, Ihre Generation so selbstverständlich? Haben Sie auch mehrere Leute in Ihrer Umgebung, die auch so international leben? Oder sind Sie immer noch quasi so leicht exotisch mit diesem deutsch-tschechischen? Ich muss sagen, auch im Rahmen meines Studiums an der UdK gab es viele, viele internationale Studenten. Und Berlin ist auch so eine internationale Stadt. Das macht mir eigentlich auch viel, viel Spaß, dass diese Stadt so vielfältig ist. Mhm. Und ich würde nicht ehrlich sein, wenn ich mal sage, dass das immer ideal war. Also die ersten Jahre meines Lebens hier in Berlin waren auch mal ein bisschen so bitter und hart. Weil die Sprache das kostet. Ja, genau. Also erstens, ja. Mein Akzent oder, manchmal gibt es immer, also gute Menschen, schlechte Menschen oder halt Menschen, die halt so ganz klein, also die denken halt, ja, also manchmal gab es auch komische Reaktionen und das hat mich auch manchmal verletzt, seien es zum Beispiel diese, also komische Reaktionen auf meinen Akzent oder so, wenn man sagt, okay, ich komme aus Tschechien, aus Prag und dann verbindet, dass man zum Beispiel mit Osteuropa, was eigentlich gar nicht stimmt, ja. Mhm. Das waren halt mal Momente, dass ich auch ein bisschen verzweifelt war, ob ich hier dann
War das genauso auch in Tschechien, dass die Leute ja, auch also es gibt mal auch, negativ ja, reagiert haben? Ja, wie auch also, immer. Also, ja, in Deutschland. Ja, genau. Also entweder in Deutschland, also es musste auf jeden Fall nur gut gehen, aber also das heißt doch nicht, wenn dieses Land, also Deutschland, ökonomisch irgendwie so stark ist, das heißt halt nicht, dass man auch als Künstler sofort, also das heißt halt nicht, wenn man in Deutschland lebt, oh, es geht mir gut und ich, nein, man muss wirklich halt in jeder Branche um die Position halt kämpfen, dass man, und wichtig sind auch Kontakte, also wenn Sie halt jemanden haben, der an Ihre Qualität glaubt, der bringt Sie dann weiter, also und ja, also das, ich bin auch mal ein bisschen enttäuscht, wenn man halt auf Tschechen reagiert, ja, deutsche Sprache, also keine Ahnung, Deutschen, das sind doch alle, die denken immer noch im 21. Jahrhundert an Zweiten Weltkrieg und das sind halt, dann sage ich mal, ja, ich lasse das, ich verschwende nicht Zeit mit solchen Menschen, die halt so... Wenn man das Thema künstlerisch anschaut, gibt es auch Unterschiede zwischen wie die Deutschen und wie die Tschechen eigentlich mit Musik arbeiten? Man sagt immer, die Tschechen sind mit Regeln nicht so, aber die sind kreativ. Ja. Die Deutschen dagegen sind immer sehr pünktlich und organisiert ja. Und alles. Ja, also, stimmt das oder nicht? Ja, wirklich? Es stimmt. Also das war für mich auch so eine, diese Pünktlichkeit oder halt alles ganz gründlich. Das war für mich auch eine neue Erfahrung während meines Studiums an der UdK, dass es halt auch mal ganz normal ist, also wenn man so ein Konzert hat, dass man auch halt wirklich Zeit dafür investiert und alles gründlich vorbereitet. Manchmal war ich auch in, aber ich weiß nicht, ob das eine Regel sein, also ich bin halt der Meinung, wir haben wirklich auch in Tschechien tolle, tolle Musiker, tolle Künstler. Manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so große Unterstützungen von Kultur auch für die Musiker gibt in Tschechien und ja, also Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt erreichen wollen? Oder jetzt sind Sie schon entspannter nach den allen Wettbewerben und Erfahrungen? Nein, also entspannt bin ich nicht. Also wie gesagt, ich mag es halt nicht, auf einem Punkt stehen zu bleiben. Und ja, also ich freue mich halt auch auf die nächsten Auftritte, auf die nächsten Projekte. Und ich denke immer, also ich mache mir immer Gedanken, welchen neuen Projekt könnte ich mal halt anfangen. Und ja, also es gibt vieles. Worauf ich mich freue. Und, ja. Okay, dann viel Glück. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.